Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein Video der etwas anderen Art, sowas habe ich nämlich noch nie gemacht. Wir werden heute auf ein Video reacten, in dem ich zu sehen bin. Und das ist nicht mein eigenes Video. Mich hat ein Zuschauer heute Nachmittag darauf aufmerksam gemacht, dass ich in einem Video von Domtendo zu sehen bin. Dieser Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht, das hier ist sein YouTube-Kanal, könnt ihr auch gerne mal abchecken. Und ich habe mich natürlich dann brav auf die Suche gemacht nach Domtendo, den ich tatsächlich noch nicht kannte. Ich bin auf seinen Kanal gegangen und habe hier das PES 2020 Video gesehen, wo er einen Vlog gemacht hat zu dem Event in der Allianz Arena, und ich weiß natürlich, dass ich auf diesem Event auch war, und deswegen habe ich mal kurz reingeguckt, ob ich denn wirklich im Video zu sehen bin, und tatsächlich, ich war zu sehen, habe dann direkt ausgemacht und gesagt, weißt du was, ich mache mal ein Reaction-Video, einfach mal drauf. Wir schauen uns jetzt zusammen an, wie oder was genau ich in diesem Video mache. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dann nochmal vorkomme oder nicht. Ich hoffe es einfach mal, weil sonst ist das Video für den Arsch, wenn ich dann nur einmal kurz vorkomme. Ich bin mega gespannt drauf. Ich habe noch keinen anderen Vlog von dem Allianz Arena Event gesehen. Ich müsste eigentlich mal allgemein gucken, können wir gleich nachher nochmal machen, ob ich vielleicht noch in einem anderen Vlog drin bin. Auf jeden Fall super interessant. Und Leute, das Ganze hat natürlich auch ein Ziel. Ich möchte, dass ihr mir helft, ja. Ihr könnt bitte auch einmal bei Domtendo auf den Kanal gehen, ja, und auf dieses Video, es ist übrigens auch hier rechts oben beim i verlinkt, und schreibt doch einfach mal unter dieses Video hier, das wir uns jetzt gleich anhören werden. Ihr würdet mir einen mega Gefallen tun, wenn ihr unter dieses Video eben bei ihm schreibt, zum Beispiel irgendwie sowas wie: Mike Let's Play hat ein Reaction-Video über das Video hier gemacht oder über dieses Video hier oder irgendwas sowas in die Richtung, dass wir einfach gemeinsam, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Video jetzt sehen werden, aber dass jetzt vielleicht irgendwie ihr, du, der da draußen gerade sitzt, mir einfach mal eine Freude bereitest und bei ihm vorbeischaust und das reinschreibt, dass wir quasi Domtendo hier auf dieses Reaction-Video aufmerksam machen, ja. Also einfach mal in die Kommentare sowas reinballern wie das hier bei ihm, dann wird er das lesen und wird sagen, hey, Mike Let's Play, das haben ein paar jetzt schon geschrieben, dass er ein Reaction Video gemacht hat, ja, können wir uns doch mal anschauen. So wird er eben aufmerksam dadurch, und das würde mich echt mega freuen, weil bei 1,1 Millionen Abonnenten und ich mit 3.300, da wird er nicht so leicht aufmerksam auf mich oder auf mein Reaction Video, außer wie gesagt, ihr helft mir eben. Außerdem habe ich auch einen Kommentar bei ihm hinterlassen. Wäre cool, wenn ihr den sucht und einfach mal liked. Und falls wir es geschafft haben sollen mit Tipps und Tricks, dass er hier jetzt auf diesem Kanal dieses Reaction-Video gerade sieht, dann grüße ihn raus an dich. Hi, schön, dass du hier bist. Ich lade dich herzlich dazu ein, auch wenn ich schon gesehen habe, dass du auf deinem Kanal nicht so mega viel zu PES machst, lade ich dich trotzdem herzlich ein, dass wir mal kurz in Kontakt bleiben und eine Runde PES mal gegeneinander spielen, also einfach zu PES 2020, wenn das dann rauskommt, oder vielleicht sogar zur Demo, die ja dann auch am 30. Juli jetzt dann rauskommt oder rausgekommen ist, je nachdem wann dieses Video hier rauskommt, keine Ahnung. Das wird einfach mal ein Match gegeneinander machen oder vielleicht sogar miteinander, schauen wir mal. Würde mich freuen, wenn wir da mal was zusammen machen könnten. Am besten schreibst du mich einfach, falls du Interesse hast, bei Instagram an, mike_let's_play. Und ihr könnt mir da auch gerne folgen. Genug gelabert und genug versucht, meinen Kanal zu pushen. Aber es muss halt auch ab und zu mal sein, Leute. Weil als kleiner YouTuber kommt man halt nicht mehr voran. Und wenn sich sowas zum Beispiel ergibt gerade, dann kann man das schon mal probieren. Deswegen würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mir da helft. Wir schauen uns jetzt aber seinen Vlog an und gucken danach auch nochmal, ob es noch andere Vlogs gibt, wo ich vielleicht auch zu sehen bin. Also, let's go. Leute, gestern hat mich eine spontane Anfrage erreicht, die ich nicht ablehnen konnte. Seht mal, wo ich gerade bin. Ich konnte es auch nicht ablehnen, nee. Ja, richtig. Der
FC Bayern und Konami haben anlässlich ihrer Partnerschaft für Pro Evolution Soccer 2020, das ist das Bild, das mir der Zuschauer geschickt hat. Allianz Arena eingeladen. Da war ich kurz zu sehen. Krasser Typ hier. Hier ist Jan. Ich, sein Kameramann. Ich war ja quasi als Kameramann am Start für Jan. Ja, interessant. Hier sitze ich quasi über Thomas Müller. Jans Vlog wird ja hoffentlich auch bald irgendwann kommen. Das ist eine gute Frage, wann der dann online kommt, aber der ist ja gerade noch im Urlaub. Deswegen kann ich euch das nicht genau sagen. Heimkabine und Spielertunnel. Für mich als FC Bayern-Fan ist es natürlich ein Erlebnis gewesen. Wie vielleicht viele wissen, bin ich im Raum München aufgewachsen und habe daher den FC Bayern schon immer gefeiert. Raum München aufgewachsen? Hey, cool. Wo wohnst du denn jetzt? Gute Frage. Ich bin ja im Raum Nürnberg aufgewachsen. Bin aber auch Bayern-Fan, falls das noch nicht viele von euch wissen. Also, ich bin tatsächlich auch Bayern-Fan und nicht Nürnberg-Fan, zum Glück. Sorry an alle Nürnberg-Fans. Ja, aber auf jeden Fall, ich wohne ja auch noch in der Nähe von Nürnberg. Coole Sache. Okay, wir schauen weiter. Ich habe auch meine Familie war immer schon Bayern-Fan. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass jetzt nicht jeder Bayern so geil findet Sache. Wie ich. Ist auch teilweise irgendwo doch. Berechtigt. Aber vielleicht könnt ihr euch trotzdem irgendwie super. Für mich freuen und friedlich bleiben. Ja, da sind wir auch vorbeigelaufen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ist ja mit mir eingelaufen, ja, war ja meiner am Start gewesen. Ja. Wie ihr vielleicht hier auf dem Screen schon sehen könnt, wurde das ganze Stadion sowie die Spieler also 3D gescannt. Ist ja sowieso krass, das ist auch ein geiles Bild. Das hatte Jan damals auch erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich das auch gefilmt habe, aber das ist richtig gut, dass hier einfach die 28 und 18 durchgestrichen ist. Das ist eine super Sache. Die 5 müsste auch mal bald wieder durchgestrichen werden. Das wäre nicht schlecht. Ich bin gespannt. Und man konnte tatsächlich die. Aber das haben wir jetzt auch nochmal gesehen. Also die Bilder sind echt krass, wie Pest, wie Konami das nachgebaut hat. Kaum unterscheiden. Richtig gute Arbeit geleistet. Ein großes Highlight definitiv. Aber ein noch viel größeres Highlight war das hier. Zieht euch das mal rein. Das war wirklich cool. Ja. Warte mal. Ich glaube, ich bin echt nochmal drauf. Ich müsste eigentlich gerade hier direkt neben ihm sein, weil er läuft quasi links ein und ich weiß noch, der Guide hier hat uns gesagt, ja, die Bayern laufen immer rechts, alle Bayern-Fans sollen dann auch vielleicht rechts hingehen und wir hatten einfach zu viele Bayern-Fans da dabei oder Leute, die sich halt als Bayern-Fans ausgegeben haben und er läuft offensichtlich links lang und ich bin rechts gelaufen, also ich müsste quasi direkt parallel zu ihm gelaufen sein. Aber das war auf jeden Fall extrem geil, dass wir da mit der echten Mucke quasi, wie in echt halt, wie die Spieler halt auch rauslaufen, dass wir das auch machen durften. Das war so krass. Da war ich gerade, glaube ich, mein Arm zumindest. Er hat das ein bisschen besser getimt mit dem Hochlaufen. Er hier mit dem weißen Hemd hat das nicht so gut getimt. Und ich habe mich auch ein bisschen an ihm orientiert und bin auch ein bisschen schneller gelaufen, weil der Guide ja auch ultra losgesprintet ist. Und ich stand dann auch hinter ihm so und dachte so, ja, jetzt fühle mich dein weißes Hemd, deine Hose gerade so, ja. Richtig nice. Er hat das besser getimt. Aber jetzt läuft er vor mich oder ich vor ihn? Es hat leider geregnet an dem Tag ein bisschen, das sieht man auch hier. Ja, ich laufe vor ihm, da bin ich. Habt ihr gehört? Jan wollte dann hier was aufnehmen, hat dann gesagt, Mike, komm mal. Mike. Richtig geil. Wir dürfen sogar ausnahmsweise aufstehen. Wie er uns gefilmt hat. Wie man uns voll drauf hört. Was ist das denn? Wir dürfen sogar ausnahmsweise aufs Spielfeld den originalen Weg gehen mit der Musik und bis zum Mittelfeld. Wie man Jan einfach hört. Atemberaubend, dieses Gefühl. Das ist wirklich geil. Und ja, unglaublich. Ja, da kann ich den Kollegen nur zustimmen, weil... Was? Sein Ernst? Ist ja richtig geil. Das ist ja lustig. Wir dürfen... Wie ich da grinse, Alter. Genauso doof wie gerade eben. Ups. ja, nee, aber ich war echt mega happy da gerade. Aber das ist ja richtig gut, weil er kommentiert ja sein Video quasi nach.
Also das ist ja nicht live kommentiert. Das kommentiert er quasi nach. Und hier hat er einfach nichts nachkommentiert, sondern unseren Sound. Das Mittelfeld ist einfach atemberaubend. Das ist wirklich geil. Und ja, unglaublich. Ja, da kann ich den Kollegen nur zustimmen. War jetzt nicht mein erster Stadionbesuch, aber meine erste Stadiontour und dann auch noch gleich auf den Rasen. Also, es war mein erster Stadionbesuch tatsächlich. Und als Bayern-Fan war ich natürlich absolut überzeugt davon. Finde ich eine super Sache. Ich finde es auch eine super Sache, dass er uns da quasi mit aufgenommen hat. Also alles cool, ich finde das super. Soll jetzt nicht blöd gemeint sein, sondern ich finde das eigentlich ganz witzig und ganz cool. Oh mein Gott. Und auch gut gelungen. Leute, ihr habt es gesehen, wir durften sogar auf den Rasen bis zum Mittelpunkt. Krass. Definitiv heftig. Auch der Tourguide hat gemeint, das durfte er in 10 Jahren noch nicht machen, ja, mit Leuten, die Tour gebucht haben. Brutal. Ja, im Anschluss gab es noch eine PK zusammen mit Serge Gnabry, Spieler der letzten Saison, by the way. Zumindest meiner Meinung nach. Und einen leckeren Kuchen sowie noch viel leckerere Pasta. Die Fliegen, die sind lecker. Und einen leckeren Kuchen sowie noch viel. Hier. Nice. Leckerere Pasta. Besonders die rote Soße habe ich mega gefeiert. Ja, aber wir waren natürlich nicht nur zum Schlemmen und Flexen da, sondern vor allem wegen des Spiels. Und deswegen gibt es jetzt ein paar Highlights aus PES 2020. Ja, also das ist immer noch unbeschreiblich. Wie gesagt, ich habe ja auch schon Gameplay-Material hochgeladen. Könnt ihr rechts oben am i vorbeischauen. Aber das ist schon echt krass. Also die Szene habe ich zum Beispiel noch nicht gezeigt auf meinem Kanal. Da... Ich habe da noch ein anderes Video, wo ich die Szenen eben mit drin habe. Aber das erste Video, was ich eben veröffentlicht habe, quasi jetzt, das war... Hat direkt beim Anstoß gestartet. Jetzt zeigt der Gameplay, ne? Ab jetzt ist der Vlog quasi schon zu Ende, ne? Ja. Okay, ab jetzt ist der Vlog quasi schon zu Ende. Also coole Aktion auf jeden Fall von ihm. Das fand ich extrem lustig. Wir laufen auch direkt vor ihm. Das ist richtig lustig einfach. Ja, da kann ich den Kollegen nur zustimmen. War jetzt nicht. Ja, der Guide, der war auch richtig cool. Also Lob an ihn auf jeden Fall. Super Sache. Wir suchen jetzt einfach mal noch nach anderen Allianz Arena Vlogs. PES Event Vlog in München. Ja, das. Vielleicht bin ich da ja auch drauf, ne? Heute wieder neues PES 2020 Video. Oder eFootball PES 20. Ich nehme euch da natürlich PES Video. Ich würde dabei wünschen. Irgendwie sowas Cooles. Oh. Der Typ hat sogar ein. PES auf eine PES-Aufschrift auf seinem Smart ist das, ne? Das ist Smart. Angekommen jetzt in München nach fast 2,5 Stunden Fahrt oder so. Wir sind ein bisschen zu früh dran, halbe Stunde zu früh. Also ein bisschen knapp 3. Warte. Wait, bin ich da auch mit dabei? Ja, da sind wir wieder. Da hocken wir wieder. Genau. Wir wurden einfach von allen Seiten aufgenommen. Hier rechts hocken wir wieder. Ist ja lustig. Ja, da vorne bin ich schon wieder, ey. Ich bin überall drauf. Ich war quasi hinter diesen Typen hier. Und hier sieht man mich wieder, ne? Das bin ich, glaube ich, soweit ich das hier erkennen kann. Bestätigt, was wir jetzt ja schon alle wissen, dass der FC Bayern Platinum-Partner ist. Okay, jetzt zeigt er auch noch ein bisschen Gameplay. Und erzählt dazu ein bisschen was. Coole Sache auf jeden Fall, auch wenn das hier von der Qualität natürlich deutlich besser ist. Ist auf jeden Fall lustig. Ansonsten sehe ich zum PES-Event noch nichts. Ja, das hier ist noch zum PES-Event, aber das ist nur Gameplay. Ansonsten, ja, sehe ich hier nichts. Jans Vlog, der kommt bestimmt auch irgendwann mal. Und ansonsten, wie gesagt, echt eine coole Sache, dass wir bei Dom Dento mit dabei am Start sind. Wie gesagt, kannst dich gerne bei mir melden. Ich würde mich mega drüber freuen. Und nochmal der Aufruf an die Zuschauer. Wie gesagt, schreibt bei ihm, einfach mal bei diesem Video, war gerade eben beim I verlinkt, unter die Kommentare eben, jo, Mike, let's play, hat eine Reaction auf dein Video gemacht
und liked am besten auch meinen Kommentar noch einfach mal so zum Spaß und dann passt die Sache, dann kriegen wir das hoffentlich hin und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, interessant auch mal sowas zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man sich selber dann quasi in einem Video sieht, ist das auch ganz lustig. Falls ihr noch mehr solche Reaction-Videos haben wollt, könnt ihr mir das gerne auch in die Kommentare reinschreiben, zu was, zu wem, wie, wo, was, wer, wie, wo. Und dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Ansonsten gibt es noch ein bisschen Games auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.